So, hallo Leute und willkommen zurück zum Let's Play Super Mario 64. Im letzten Part haben wir die Welt 3 und Welt 5 abgeschlossen. Nun sind wir in der Lava-Lagune. Und dort soll ich jetzt den Vulkan erkunden. Und da wollte ich eigentlich schon die 100 Münzen einsammeln. Aber da ist mir doch noch was schief gelaufen. Weil ich habe ja mit den Bullis angelegt. Und das war wenig erfreulich. Die hätten mir fast K.O.-Schlag gegeben. Entweder ich schlag sie zu früh oder zu spät. So, mit dir lege ich nicht an. Haha, daneben. Gib mit. Jawohl. Oh, das sind auch ein paar Münzen, aber da komme ich nur mit dem Krötenpanzer. Also hier ist es gefährlich. Oh, vor allem mit der Box. Guckst du mich auch an? Hallo, guck mich an. Wie Mario sagen würde, grazie. Oh ja, aus Nahperspektive. Hi. Oh, ihr macht nichts als nur Ärger. Natürlich. Herrgott. Double KO. So gefällt man mir besser. Also, da lebe ich schon gefährlich. Einfach lol. So, plötzlich ist er da. Siebenundachtzig. 91. Ja, 94 Münzen müssen reichen. So, dann ab in den Vulkan rein. Thank you.
Ich will ja immer genau 100 Münzen haben, bloß nicht wundern. Das war eine gute Falle. Obwohl. Wollen wir sehen, wo das hinführt. So, jetzt müsst ihr abspringen. Auf die nächste Plattform. Ja, exakt 3 Münzen. Abgefahren. Ja, exzellent! Daumen hoch, Leute! So, jetzt nur noch die letzte Aufgabe. Erkunde den Vulkan. Aber was habe ich jetzt gemacht? Gewinne im Vulkan an Höhe. So, dann geht man wieder in den Vulkan rein, logisch. Und, aber diesmal in die andere Richtung. Das ist einfach nur eine Kletterparcours. Oh, jetzt nicht. Wow, ich wurde wieder geglitscht. Ohne Treffer hinzunehmen. Und nicht mal platt gedrückt zu werden. So, jetzt müsst ihr hier ein bisschen mit Kamera arbeiten. Das habe ich mir schon denken können. Grauenvoll. Ja, da bin ich an eurer Stelle etwas vorsichtig. Also jetzt noch mal. Oh, ich hätte die Steige auch überspringen können. Aber wenn es so klappt, dann ist es auch okay. So, somit habt ihr die Mission bestanden. So, dann betreten wir den 8. Welt. Ja, wo ist es die? Das ist ja keine Gemälde und so. Aber da gibt es einen Trick. Und zwar, indem ihr hier reingeht. In Wobi-Waba-Wüste. Folge dem Riesengeier. Also da ist sowieso nix. Ah, da ist der Geier. Yeah.
Und da oben befindet sich eine Krötenpanzer- und Flügelkappe. Oh, das habe ich euch schon mal vorgelesen im letzten Part. Aber nehmen wir das hier. Und fliegen durch die Gegend. So, er hat nämlich einen Stern. Seriously? Und natürlich muss der Stern natürlich woanders platziert sein. Toll, eine Münze. Yay. Bringe Licht in die Pyramide. Was soll ich darunter verstehen? Natürlich hat es jetzt nicht geklappt. Aber diesmal nehmen wir den Panzer. Ich soll Licht bringen. Doch, das war die Aufgabe. Er hätte die Aufgabe auch ohne Patzer absolvieren können. Begebe dich in die Pyramide. Also jetzt muss ich da rein. Oh, was sind das für Aufgaben? So, dann nehmen wir wieder den Panzer und gehen diesmal da rein. Diese Musik habt ihr schon in der Grottenwelt angehört. Und das die zur Abkürzung. Ding. Ding, 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 ding. Man kann ja hier überspringen. Oh. Da mache ich mich selber zum Hindernis. Und das sind die Sparkies. Ach, das ist jetzt echt eine lange Aufgabe. Der scheint freundlich zu sein. Aber doch nachhinein will er uns zerquetschen und... Ja. Platt machen wie eine... Pizzateig. Lande auf allen vier Säulen. Das sind wohl die hier gemeint. Die rotfarbigen Säulen.
Also machen wir das mal. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und viermal. Oh, da geht die Spitze kaputt. Ja, da gehen wir doch mal hier rein. Was erwartet mich? Umgeben von dieser Käfig hier. Ja, obwohl, ich kann mich ja befreien. Aber es muss doch irgendwo hinführen. Ach ja, da drin. Fürs Erste sieht noch nichts aus. Aber was ist mit... What the fuck? Schritte, Grabräuber! Wer wagt es, den ewigen Frieden unserer Grabes zu stören? Jenem sei gewiss, dass wir diesen Frevel mit aller Härte bestrafen werden. Unser Zorn wird ihn zermalmen und rasch stehe ihm bei, dass es schnell gehen wird. Ja, bitte. Man muss wohl die Augen schlagen. Haha. Und kaputt. Auch der ist kaputt. Wir sind besiegt. Du hast den Fluch des Pharaos gebrochen. Jetzt finden wir unseren verdienten Frieden. Nimm als Dank diesen Stern. Von welchem Pharao sprechen die? Natürlich, immer der Herrscher sind schuld, dass die Untertanen manipuliert werden. Finde die 8 roten Münzen. So, die erste Münze ist ganz dreist, befindet sich ganz hinten, aber die Passage wird immer enger, beziehungsweise knapper. Und sobald ihr in der Treibsand seid, dann seid ihr tot. Also wenn ihr diesen One-Up haben wollt, einfach hier Hecksprung machen. Ich glaube, eins dieser Blöcke müsste eine rote Münze versteckt sein. Jupp. Achte auf den Treibsand. Solltest du einmal darin versinken, findet dein Gemäldebesuch ein rasches Ende. Schwarze Löcher sind bodenlose Fallen. Du wirst das Gemälde neu betreten müssen, wenn du in eines dieser Löcher hineinfällst. Ja, wie ich euch schon erzählt habe. Ja, jetzt müsst ihr auf den richtigen Platte stehen. Ja. Aber es war kein großer Akt. Verdammt, sei Stuckeier. Da wollte mir tatsächlich die Mütze klauen. Ich mache die Kanone zum Abschuss bereit. Bist du bereit? Dann rein mit dir in die Kanone. Ja, wo ist die Kanone? Indem er unter den Palmen steht? Na natürlich, jetzt hat er mir die Kappe geklaut. Gib mir das zurück. Was für dreister Vogel. Kein Anstand.
Wo bin ich eigentlich? Und im Pausenmenü könnt ihr immer sehen, unten rechts, wie viele rote Münzen ihr habt. Ja, natürlich. So, da ist so eine der Fliegenkappe und zum zweiten hier ist die Kanone. Und Abflug! Ah, jetzt war's übertrieben. Yay! Ja, jetzt habe ich es übertrieben. Aber so ist jetzt viel besser. Komm schon. Nein, diesmal nicht. So, jetzt machen wir auf die Schnelle noch die letzte Mission. Löst das Pyramidenpuzzle. So, und dann im nächsten Part machen wir dann die 9. Welt. Dem es wieder heißt Schwimmen, Schwimmen und Schwimmen. Und auch Tauchen natürlich. Da werdet ihr auch weitere Meeresbewohner sehen und ja, dann bleibt mal dran. Wo ist jetzt der Shy Guy? Yay! Ich glaube, es sind 3 Münzen. Aber ich vergesse es lieber. So, und diese Gegner hier, das kennt ihr ja vom Super Mario World, und zwar der Poki. Da müsst ihr eigentlich nur den Kopf besiegen. So, da ist nichts drin. Einfach gegen diese Säule da werfen. Da kriegt er noch 3 weitere Münzen. Ja, natürlich. Oh, Moment mal, da ist noch eine Poki. Exzellent. Was brauche ich am ehesten? Den Panzer hier. Also wenn ich mit, solange ich auf dem Panzer bin, da kann mir nichts passieren. Ich glaube doch. Yay. So, ich glaube, Hälfte von Münzen müsste reichen. Ja, geh doch in die Pyramide rein.
So, da müsste hier eine blaue Schalter sein. Und auf geht's. Oh, dummer Kamera. Aber da gab es ja nur 3 davon. Also jetzt muss man schon Glück haben. Also da ist nur eine One-Up. Kommt her, meine Goombas! Hallo! Also immer stetig springen. Ja, also es klappt so nicht. Wenn du springst und den A-Knopf gedrückt hast, klammerst dich Mario an und bringt dir über ihm. Auf diese Weise kannst du dich auch von der Ende durch die Lüfte transportieren lassen. Okay. Das habe ich eigentlich gemacht, ne? Toll. Also wie ich sehe, ist dann schon zu lang das Video, deshalb mache ich hier eine Cut und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao!